Hallo ihr Lieben, heute soll es noch meinen Lesemonat vom Juni geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen. Im Juni habe ich insgesamt 10 Bücher gelesen und das finde ich jetzt immer noch ein richtig guter Schnitt dafür, dass ich eigentlich dachte, ich komme gar nicht mehr zum Lesen, dafür sieht es jetzt aktuell im Juli nicht ganz so gut aus. Aber ich lese und das ist doch das, was zählt. So, ja, beginnen wir mit dem ersten Buch, was ich im Juni gelesen habe. Und zwar war das dieses hier, Das gläserne Schwert von Rictoria Aveyard. Da ich ja wusste, dass Ende Juni der dritte Teil rauskommt, habe ich mir gedacht, liest du gleich Anfang Juni den zweiten, da ist das Ganze noch frisch und noch in deinem Kopf und du kannst dich noch an alles gut erinnern. Und ja, was soll ich sagen, der zweite Teil von Das gläserne Schwert war nicht mein Fall. Also es ist ein Buch, was definitiv seine Längen hat. Es hat richtig viele Längen. Richtig, richtig viele Längen. Und es passiert auch von der Handlung her leider nicht allzu viel. Also man hat immer wieder die gleiche Situation und die wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Und man denkt sich einfach nur so, mein Gott, passiert da jetzt auch irgendwas anderes mal? Und dieses andere, was dann irgendwann passiert, passiert wirklich erst zum Ende. Dann gibt es einen fiesen Cliffhanger und dann muss man auf den dritten Teil warten. Und du denkst ja einfach nur so, aha, toll. Ganz, ganz toll. Jetzt ist dieses Buch zu Ende. Ja, wie gesagt, da ich das Buch jetzt erst Anfang Juni gelesen habe, war es für mich nicht ganz so schlimm, weil ja dann gleich der dritte Teil kam und ich den dann mitlesen konnte. Und wie gesagt, das zweite Buch hatte definitiv seine Länge. Es war von der Handlung her nicht so interessant, weil immer wieder das Gleiche passiert ist, wiederholte sich. Und auch die Protagonistin Mara hat hier eine Entwicklung durchgemacht, die mir nicht gefallen hat. Und nochmal ganz kurz hier als Kommentar, ich weiß, dass sie Mare heißt, ich sag halt einfach immer nur Mare, weil hier Mare steht und ich in Deutschland bin und das für mich Mare heißt und ich finde Mare als Name auch irgendwie dämlich. Naja, lassen wir das. Auf jeden Fall, ich sage immer Mare und mir ist bewusst, dass ich das falsch ausspreche. Und Mare hat hier einfach eine Entwicklung gemacht in diesem Buch, die ich nicht verstehen konnte, die ich nicht mochte und ich glaube, eigentlich so gut wie niemand mochte diese Entwicklung von der Protagonistin. Sie hat sich hier einfach aufgeführt wie ein eingebildetes, arrogantes, kleines Kind. Ich bin die Beste, ich bin die Tollste, was ich mache, was ich sage, wird gemacht und ich brauche keine Hilfe von niemandem und lasst mich alle in Ruhe und ich bin so toll und es ging einen einfach nur auf den Keks und ich habe einfach nur gedacht so, boah, wie, also warum? Du hast überhaupt keinen Grund so abzudrehen, Mädchen. Deiner Familie geht's gut, deinen Freunden geht's gut, klar, du befindest dich gerade in einer scheiß Situation, aber es hätte dich noch schlimmer treffen können. Und ja, deswegen konnte ich das Ganze nicht so nachvollziehen, was Mara betrifft. Und ich war auch echt froh, als der zweite Teil dann vorbei war. Und ich nur dachte so, Gott sei Dank, du hast es überstanden. Und ich hatte dann auch erstmal, ehrlich gesagt, nicht so richtig Lust auf den dritten Teil. Aber ich habe mich dann gleich auf den dritten Teil gestürzt, als er kam. Und ich habe es nicht bereut. Ja, aber der zweite Teil war echt nicht mein Ding. Wir lassen das Ganze, ich lege mit Buch jetzt weg. Als nächstes möchte ich euch ein Buch zeigen, was ich testgelesen habe im Juni. Und zwar war das dieses hier, Rage, Fight for Desire von Rose Bloom. Es ist ein erotischer Liebesroman. Also es ist nicht sehr viel Erotik, die in diesem Buch drin vorkommt. Also wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Anteil. Und ja, in diesem Buch geht es um Rage. Das ist sein Kampfname. Eigentlich heißt er Sean und er ist Mixed Martial Arts Kämpfer. Er ist ein ziemlich eingebildeter, arroganter Typ und er ist auch sehr selbstverliebt. Er weiß, dass die Frauen auf ihn stehen, denn er sieht natürlich unglaublich gut aus und er hat auch diese besondere Ausstrahlung, die Frauen so anziehend finden und bla 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 bla. Naja, auf jeden Fall ist Rage ein ziemlich eingebildeter Kerl und eines Tages lernt er Lauren kennen. Lauren ist Physiotherapeutin und wird dann von Rage angestellt und ja, denn er braucht eine neue Physiotherapeutin, seine hat das Handtuch geschmissen und so verbringen die beiden ziemlich viel Zeit miteinander und ja, was dann zwischen den beiden alles passiert, das ist es, worum es in Rage geht. Dann spielt natürlich hier Laurens Familie und Vergangenheit noch eine gewisse Rolle und das führt in diesem Buch nochmal zu Situationen, die man so nicht kommen sieht und das fand ich sehr, sehr gut. Und natürlich auch, was Rage betrifft, spielt seine Vergangenheit hier noch eine bestimmte Rolle mit in der Geschichte. Und ich muss sagen, dass mir Rage Fight for Desire wirklich richtig gut gefallen hat. Ich mochte, dass es einfach mal ein bisschen eine andere Geschichte war mit einem bisschen anderen Ansatz, was diesen Mixed Martial Arts Kämpfer betrifft und was da im Hintergrund noch diese Familiengeschichten von den beiden betrifft. Fand ich das ganz, ganz toll und ja, hat mir richtig gut gefallen. Ich fand auch, dass es bisher das beste Buch gewesen ist, was Rose geschrieben hat. Ich mochte die ganze Art, wie sie die Geschichte erzählt hat, dass Rage halt auch so ein bisschen Jekyll und Hyde ist. Also mal so mit seinen Stimmungsschwankungen. An manchen Stellen war mir das hier und da ein bisschen zu viel, was die Stimmungsschwankungen betrafen. Und ich konnte das nicht so hundertprozentig nachvollziehen, aber man muss ja nicht immer alles nachvollziehen können in Büchern. Und ich kann nur sagen, dass mir Rage wirklich richtig gut gefallen hat. Das war eine Liebesgeschichte mit wirklich Spannungen
und ein bisschen Action durch diese Kämpfe, die da noch mit drin vorkommen. Und ja, wenn ihr Lust auf Liebesgeschichten habt mit ein bisschen Erotik, dann schaut euch Rage Fight for Desire von Rose Bloom einfach mal mit an. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ich mochte es sehr, sehr gern. Dann kam im Juni ein Buch raus, auf das ich mich schon so unglaublich gefreut habe. Und zwar dieses hier, Das Erwachen des Lichts von Jennifer L. Armentrout. Das ist der erste Teil der Götterleuchten-Reihe oder im Englischen auch die Titan-Reihe. Diese Reihe ist ein Spin-Off zur Dämonentochter. Ich kann es nur immer wieder sagen, weil ganz, ganz viele wussten nicht, dass dies ein Spin-Off ist. Man kann diese Reihe natürlich unabhängig von der Dämonentochter lesen. Das ist kein Problem. Man bekommt alles, was in der Dämonentochter passiert ist, in diesen 5 Bänden hier nochmal knapp auf 10, 20 Seiten zusammengefasst, richtig gut erklärt, dass man auch alles verstehen kann. Aber man spoilert sich natürlich halt für die Dämonentochter-Reihe. Und das ist halt so ein bisschen schade. Wer jetzt halt die Dämonentochter-Reihe noch lesen wollte, wird halt hier schon komplett gespoilert. Und das fand ich halt ein bisschen schade. Aber es ist nun mal ein Spin-off. Da ist das nun mal so. Aber ich mochte die Geschichte total. Wie gesagt, man kann sie unabhängig von der Dämonentochter lesen. Es ist keine Pflicht, dass man die vorher liest. Man wird hier gut in die Welt eingeführt. Man bekommt alles, was diese Götter betreffen, richtig gut erklärt. Man bekommt das nochmal erklärt, was es mit den Halbgöttern, mit den, wie heißt es? Ich komme gerade nicht drauf, wie sie genannt werden. Mit den Wächtern, mit den Göttern, mit den Titanen. Was es alles mit den Covenants und auf sich hat, bekommt man hier nochmal richtig gut erklärt. Man bekommt hier nochmal eine gute Einführung in die ganze Geschichte. Und ja, ich mochte Götterleuchten, Erwachen des Lichts total. Ich fand den Schreibstil wieder unglaublich witzig, humorvoll, sexy, liebevoll. Und ach ja, ich liebe einfach den Schreibstil von Jennifer L. Armentrout. Die Frau schreibt für mich einfach immer noch die tollsten, spannendsten, lustigsten, besten Geschichten überhaupt. Und ja, Das Erwachen des Lichts hat mich da auf jeden Fall nicht enttäuscht. Ich mochte es total. In diesem Buch geht es um Josie. Und Josie studiert Psychologie an einer Universität, denn ihre Mutter hat eine Schizophrenie und dem Ganzen. Und deswegen möchte sie dem Ganzen natürlich irgendwie auf den Grund gehen und das Ganze verstehen lernen. Und sie interessiert sich halt sehr, sehr dafür und studiert halt Psychologie an der Universität. Und eines Tages taucht ein Typ auf und sie ist sofort fasziniert von diesem Typen, wie sollte es anders sein? Und man kennt diesen Typen schon. Und ja, dieser Typ erzählt ihr, dass es Götter gibt und dass sie eine Halbgöttin ist. Und dass sie jetzt die Menschheit vor den Titanen beschützen soll. Josie kann das alles gar nicht glauben und verstehen und glaubt ihm natürlich auch erstmal nicht. Und dann passiert eine Situation mit ihrer Mitbewohnerin im Wohnheim und Josies Welt steht auf dem Kopf. Und Josie wird dann in den Covenant gebracht, wo die ganzen Wächter leben und die Halbblüter und die Vollblüter und ja, bekommt dann quasi einen Crashkurs in diese Welt. Und dann spielen die Titanen hier in diesem Buch natürlich auch wieder mit einer Rolle. Und was Josie noch alles erlebt und ob sie es schafft, die Menschheit zu retten quasi. Das ist, worum es in dieser ganzen Reihe geht. Und im ersten Teil speziell geht es natürlich erstmal nur darum, dass Josie irgendwie mit dieser gesamten Situation klarkommen muss. Oh, jetzt ist mir gerade mal wieder der Kamera-Akku abgeschmiert. Wo war ich denn jetzt? Ich glaube, ich hatte gerade erklärt, worum es in Das Erwachen des Lichts geht. Ja, also dieses Buch ist von der Handlung her ganz, ganz toll gemacht. Es ist so, dass im ersten Teil nicht wirklich allzu viel von der Handlung her passiert. Wie gesagt, es geht hier im Vordergrund um Josie und erstmal, dass sie begreifen muss, was eigentlich hier alles passiert. Und es geht halt um den Weg zu diesem Covenant, der natürlich auch gespickt ist, voller Gefahren. Und ja, sie begegnet dann schon einem Titan im ersten Teil, gegen den sie kämpfen muss. Und was dann alles dabei rauskommt, das ist es auch noch mit, worum es geht. Und ich fand die Handlung im ersten Teil wirklich wieder richtig gut. Ich finde, es war nicht zu viel, es war auch nicht zu wenig. Ich fand, es war wirklich für die Einführung in diese Reihe eine richtig coole Geschichte. Man hat die Charaktere kennengelernt, man hat Josie kennengelernt. Man merkt, wie Josie zweifelt und erstmal alle für verrückt erklärt. Und auch das fand ich richtig gut. Und natürlich spielt Seth hier auch eine große Rolle mit in dieser Geschichte. Man liest das Buch auch aus seiner Sicht mit, wie halt auch aus Josies Sicht. Und auch das hat mir richtig gut gefallen. Denn durch diese Perspektivenwechsel wusste man immer, was die Charaktere denken. Und ja, es war einfach wieder eine rundum gelungene Geschichte für mich. Wie gesagt, richtig tolle Handlung, ganz, ganz tolle Charaktere. Und es sind auch Charaktere aus der Dämonentochter, die hier wieder mit drin vorkommen. Und das war für mich so wie so ein Stück nach Hause kommen. Kennt ihr das, wenn ihr eine Reihe geliebt habt? Und man ist ja dann immer so ein bisschen traurig, wenn sie vorbei ist und weil man die Charaktere nicht wieder sieht. Und ich finde, so Spin-off-Reihen sind da immer wirklich richtig gut für geeignet, dass man den Charakteren nochmal wieder begegnet. Und ja, ich fand es einfach richtig toll, wieder an diesen Covenant zu kommen und die Charaktere wieder zu sehen, die Götter wieder zu sehen. Und
Es hat einfach ultra viel Spaß gemacht, wieder in diese Welt hineinzutauchen. Und ich freue mich schon wahnsinnig doll auf den zweiten Teil, der jetzt im September kommt. Und ja, es war wieder ein ganz, ganz tolles Buch von Jennifer Armand Short. Was das Setting betrifft, befinden wir uns natürlich hier wieder in einer Urban-Fantasy-Welt. Wir haben hier einen Roadtrip quasi einmal quer durch die USA. Also ich weiß gar nicht, wir fangen glaube ich in der Columbia University an und sind am Ende im Covenant in North Carolina. Und ja, also man hat hier schon einiges an Weg, was man in diesem Buch auch zurücklegt. Und ja, also ganz, ganz tolles Setting auch. Ich fand die Beschreibungen wieder gut in diesem Buch. Ich fand die Umschreibungen gut, die Orte fand ich gut. Und ja, ich liebe einfach Bücher von Jennifer Armand Short. Ich kann es immer wieder nur sagen, diese Frau ist einfach meine Queen. Dieses Buch ist natürlich auch wieder absolut klischeebehaftet und übertrieben und kitschig und schmalzig. Und ja, man muss es einfach mögen. Es ist einfach Fakt. Und ich finde, wenn man Frau Armand Short generell nicht mag, sollte man die Bücher von ihr auch einfach alle nicht lesen, weil die sind einfach alle so die Bücher und das macht halt für mich diesen besonderen Charme aus, was diese Bücher betrifft und ich liebe das und deswegen feiere ich auch das total und ich liebe Erwachen des Lichts und ich kann es euch wirklich nur empfehlen, falls ihr die Dämonentochter-Reihe gelesen habt, solltet ihr dieses Buch unbedingt lesen. Wenn ihr die Dämonentochter-Reihe nicht gelesen habt, solltet ihr dieses Buch trotzdem lesen, denn es ist ganz, ganz toll. Und ja, mehr kann ich jetzt zu diesem Buch auch nicht sagen. Ich liebe, 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 liebe es! Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist wieder der dritte und letzte Teil einer Reihe. Und zwar war das Game Maker, ein letztes Spiel von Cressley Cole. Die hat mir der erste Teil so gar nicht gefallen. Der zweite Teil hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil der sehr witzig war. Aber auch hier war mir die Erotik noch zu viel. Und im dritten Teil, oh mein Gott, der dritte Teil, er war so unglaublich gut. Ich habe am Ende gedacht, ich will auch einen Dimitri. Ich möchte auch einen Dimitri haben. Der ist einfach so... Man kann einfach nur sagen, Zucker einfach, also es betrifft es nicht annähernd, was diesen Kerl betrifft, aber es ist einfach so unglaublich romantisch und niedlich, wie dieser Typ ist und was der alles tut und oh mein Gott, dieses Buch war einfach so überzogen und so kitschig und so schmalzig und so unrealistisch. Es hat mir richtig gut gefallen. Leute, ich mag es. Und ich finde es schlimm, wenn man solche Bücher zerreißt, indem man sagt, ja, das ist so unrealistisch, das passiert nie wirklich. Ich möchte lesen, um meinem realistischen Alltag zu entfliehen. Da muss ein Buch nicht realistisch sein. Das darf gern unrealistisch und überzogen und übertrieben sein. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal angemerkt haben, weil es gibt Leute, die verstehen das nicht, dass man dann solche Bücher feiert. Und ja, es war wirklich überzogen und übertrieben und unrealistisch, aber ich liebe diese Geschichte. Sie war so süß. Ich komme aber auch hier erstmal ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Victoria. Und Victoria stammt aus einer Familie von Trickbetrügern. Und sie lebt in Las Vegas. Und ihre Familie hat sie jetzt nun auf den neuesten Coup angesetzt. Und zwar soll sie den milliardenschweren Dimitri Sebastian um den kleinen Finger wickeln, um ihnen einige Millionen Dollar leichter zu machen, damit die Familie ihre Schulden bezahlen kann. Und ja, Victoria sieht sich da vor einer ziemlich großen Herausforderung, denn Dimitri lebt sehr zurückgezogen und jede Frau, die es jetzt bis jetzt bei ihm versucht hat, irgendwie bei ihm zu landen oder irgendwas, jede Frau ist eiskalt abgeblitzt. Auch ihre äußerst attraktive Schwester hat es schon versucht und hat auch es nicht geschafft, seine Aufmerksamkeit für sich zu gewinnen. Und unser Victoria ist versuchen und sie ist sich da auch nicht so sicher, ob sie das schaffen sollte. Doch als sie Dimitri das erste Mal von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, weiß sie, dass sie diejenige welche ist, die es schaffen könnte, ihn um den Finger zu wickeln. Und ja, das ist es eigentlich auch schon, worum es in diesem Buch geht. Es geht um Victoria und Dimitri und um die Beziehung, die zwischen den beiden entsteht. Und ja, es geht halt darum, dass Victoria ihn halt quasi abziehen soll und ihn um einiges an Geld erleichtern soll. So ihr Lieben, jetzt war auch noch die Speicherkarte voll. Jetzt habe ich komplett den Faden verloren, weil ich jetzt eine Viertelstunde gewartet habe, bis ich weiterdrehen konnte. Na. Ich glaube, ich hatte gerade erzählt, dass es darum ging, in diesem Buch, dass Victoria Dimitri ja eigentlich abziehen soll und dass sie dann aber doch Gefühle für ihn entwickelt und sie gar nicht am Ende mehr weiß, wie sie mit dieser Situation eigentlich noch umgehen soll. Und ja, dass es darum im Prinzip auch in diesem Buch eigentlich geht. Es geht halt um Dimitri, Victoria und wie sich die Beziehung zwischen den beiden entwickelt und zwischen den Zweifeln, die sich auf Victorias Seite dann natürlich auch entwickeln. Und ich fand, das war ganz, ganz toll zu lesen in dieser Geschichte und es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Es ist definitiv der beste Teil dieser Reihe.
Und man kann dieses Buch auch unabhängig von den anderen beiden lesen. Das heißt, man muss die ersten beiden Teile nicht zwingend gelesen haben, um diesen Teil hier zu lesen. Und ja, ich finde, es war ein ganz, ganz tolles Buch. Zur Handlung kann ich nur sagen, dass sie mir ultra gut gefallen hat. Gerade dieser wahnsinnig gute Plot-Twist am Ende, den ich nicht habe kommen sehen, der so cool war, der so romantisch war und oh, es war einfach nur so unglaublich gut am Ende. Und ja, von der Handlung her kann ich nur sagen, perfekt. Einfach nur perfekt. Die Charaktere haben mir richtig gut gefallen. Das Setting hat mir richtig gut gefallen. Wir befinden uns hier in Las Vegas, später dann in der Geschichte in Kalifornien. Was den Schreibstil von Tressel Cole betrifft, hat er mir in allen drei Büchern sehr, sehr gut gefallen. Sie kann sehr bildlich schreiben. Sie umschreibt richtig schön. Man kann sich das alles sehr, sehr gut vorstellen. Und es ist aber auch ein locker, leichter Schreibstil, dass man da jetzt nicht irgendwie ins Stocken gerät. Und ich finde, dieser fünfte Teil war rundum perfekt. Natürlich war der erotische Anteil in diesem Buch auch wieder relativ hoch. Aber ich habe das dann teilweise einfach überblättert. Also man muss ja jetzt nicht jede Liebesszene, Sexszene, was auch immer lesen, aber ich fand es einfach ganz, ganz toll und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen. Und ich kann sie euch wirklich nur empfehlen, auch wenn das ein Buch ist, wo mehr Erotik drin ist, als ich eigentlich gerne lese. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich liebe sie. Ich liebe, 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 liebe sie. Dann habe ich noch ein Buch gelesen im Juni, auf was ich mich schon ultra gefreut habe. Und zwar Stormheart, die Rebellin von Cora Carmack. Ich bin ja ein riesiger Cora Carmack-Fan, was ihre New Adult-Bücher betrifft. Und das ist ja jetzt ihre erste Jugendbuchreihe, die sie geschrieben hat. Und ich kann nur sagen, hat die Autorin ganz, ganz toll gemacht. Ich fand die Story unglaublich gut. Ich fand die Charaktere toll. Ich fand die Welt toll, in der das Ganze spielt. Und es war für mich auch wieder eine rundum perfekte Geschichte. Und ich freue mich auch hier schon wahnsinnig auf den zweiten Teil. In diesem Buch geht es um Aurora. Und Aurora ist die Prinzessin des Landes. Und in Auroras Familie ist es so, dass immer bestimmte Fähigkeiten weitervererbt werden. Und zwar Stürme zu bezwingen. Und in der Welt, in der Aurora lebt, ist es so, es ist halt eine High-Fantasy-Geschichte und es ist ein Königreich. Und es gibt in dieser Welt Stürme. Und diese Stürme sind keine normalen Wettererscheinungen, wie wir sie kennen, sondern es sind Wettererscheinungen, die denken können. Und die halt auch ihre Winde in bestimmte Richtungen lenken können, um Städte zu zerstören. Und ja, es ist halt so, dass die Königsfamilie besondere Fähigkeiten hat, um diese Stürme zu bezwingen. Nur Aurora hat diese Fähigkeiten nicht vererbt bekommen. Und so ist sie aufgewachsen, fernab von allem, und sie wurde von ihrer Mutter immer unter Verschluss gehalten und soll jetzt verheiratet werden, bevor ihr Geheimnis ans Licht gerät und sie halt als Königin nicht anerkannt wird. Und Aurora ist mit der Situation auch ein wenig überfordert. Sie weiß jetzt nicht richtig, was sie davon halten soll und soll diesen Prinzen heiraten, den sie nicht kennt. Und sie hat auch ziemlich viel Angst vor dem Ganzen. Und Aurora merkt dann sehr, sehr schnell, dass der Prinz auch nicht so ist, wie sie sich ihn erhofft hat. Und versucht dann, mehr über ihn herauszufinden und spioniert ihm nach. Und als sie ihm auf dem Markt hinterher spioniert, entdeckt sie eine Welt, die für sie bisher völlig fremd war und für sie völlig verborgen. Und sie merkt, dass sie vielleicht doch noch eine Chance hat, an Fähigkeiten zu kommen, um ihr Königreich für sich behalten zu können und diesen Prinzen nicht heiraten zu müssen. Und so tut Aurora sich einer Bande quasi von Sturmjägern anschließen. Das sind ganz normale Menschen, die diese Stürme jagen und ihnen versuchen, diese magischen Fähigkeiten abzunehmen. Und denen schließt sie sich an, um halt mehr über das Ganze herauszufinden, um halt auch magische Fähigkeiten zu erlernen. Und was auf Auroras Reise dann alles passiert und was mit ihrem Königreich passiert, das ist es, worum es in Stormheart, die Rebellen, schlussendlich geht. Und ich kann nur sagen, dass mir die Geschichte ultra gut gefallen hat. Ich fand den Ansatz in dieser Geschichte wahnsinnig gut mit diesen Sturmherzen und diesen Stürmen. Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme, mir das Ganze vorzustellen, wenn die immer gegen diese Stürme gekämpft haben. Weil ich habe mir halt einen Sturm wie einen Sturm vorgestellt. Und dann kämpfen die da dagegen und dann greifen die in diesen Sturm und nehmen sich dieses Sturmherz raus, das Herz von diesem Sturm, und bezwingen ihn damit. Und das war am Anfang für mich ein bisschen schwierig, mir das in meinem Kopf so vorzustellen, aber es ging dann mit der Zeit. Und ja, ich fand einfach die Geschichte unglaublich toll. Ich fand die Charaktere wahnsinnig gut. Also Aurora fand ich richtig gut. Ich fand Locke, den wir dann später in dieser Geschichte noch kennenlernen, wahnsinnig toll. Ich fand die anderen Nebencharaktere in dieser Geschichte richtig gut. Und ich fand auch den Prinzen gut geschrieben. Also ich finde, diese Geschichte hatte einfach von den Charakteren alles, was man haben
kann. Und ja, es war eine tolle Handlung, tolle Charaktere, ein wahnsinnig tolles Setting. Also diese High-Fantasy-Welt, die Cora Carmack hier geschrieben hat, hat mir auch richtig gut gefallen. Vom Schreibstil her kann ich auch nur sagen, ein Traum, ein Traum, ein Traum. Ich liebe ja ihren Schreibstil schon bei ihren Adult-Geschichten und auch hier hat sie es geschafft, diese Jugendgeschichte auf eine wahnsinnig gefühlvolle Art zu erzählen und zu schreiben und trotzdem die Action, die hier in diesem Buch drin vorkommt, auch noch richtig gut zu erzählen. Und ich kann wirklich nur für dieses Buch sprechen. Mir hat es richtig gut gefallen. Ich kann dieses Buch wirklich nur feiern und ich freue mich schon sehr auf den zweiten Teil. Und falls ihr im Hintergrund irgendwelchen Krach hört, mein Freund ist gerade eben nach Hause gekommen, der geht aber gleich wieder. Aber nicht wundern, falls ihr Krach hört, das ist mein Freund. Nachdem ich Stormheart gelesen habe, habe ich begonnen mit einer Reihe, die ich dann quasi verschlungen habe, die ersten drei Teile. Und zwar habe ich angefangen mit der The Last Ones to Know Reihe. Ich blende euch die Cover von den ersten drei Teilen, die ich gelesen habe, mal ein. Ich habe meine Bücher an meine Arbeitskollegin verborgt, deswegen habe ich sie im Moment nicht hier. Und ja, ich habe angefangen mit dem ersten Teil Rock My Heart. In diesem geht es ja um den Leadsänger der Band. Danach habe ich dann den zweiten Teil Rock My Body gelesen, in dem es um den Bassisten Joel geht. Und danach gleich den dritten Teil Rock My Soul, wo es um Sean geht. Sean ist auch Gitarrist, er ist Manager der Band, er schreibt Songs und er macht auch immer so ein bisschen noch Background-Gesang mit. Und ich kann nur sagen, dass diese drei Bücher mir alle richtig gut gefallen haben. Der zweite war für mich der schwächste Teil, der hat mir jetzt nicht so 100% zugesagt. Da waren so ein paar Sachen drin, die mir nicht richtig gut gefallen haben. Aber der dritte Teil war für mich bisher der beste. Es kann sein, dass der vierte nochmal einen Tacken besser wird als der dritte für mich. Aber für mich ist bisher 3-1-2 die Reihenfolge. Der vierte kommt jetzt am 19. Juli raus, den werde ich auf jeden Fall dann auch gleich lesen und verschlingen. Ich freue mich schon so. Ich bekomme den netterweise auch vom Verlag, den vierten Teil, freue ich mich schon sehr. Und ja, die ersten drei Teile, ich kann euch diese Reihe wirklich nur empfehlen. Es geht um diese Band, The Last Ones to Know, wie gesagt, im ersten um den Leadsänger Adam Everest. Und unsere Protagonistin in diesem Buch heißt Peach, eigentlich heißt sie nicht Peach, sondern Rowan, wird aber immer Peach genannt von Adam. Und ja, die beiden lernen sich auf einem Konzert kennen und auf diesem Konzert ist es so, dass Rowan ihren Freund mit einer anderen entdeckt und sie ist am Boden zerstört und sie kommt nicht mehr wirklich jetzt mit sich in dem Moment zurecht. Sie weiß nicht, was sie machen soll, sie weiß nicht, wie sie reagieren soll, sie ist mit ihrem Freund gerade zusammengezogen, sie hat gerade angefangen zu studieren und ist jetzt gerade am Boden zerstört und flieht halt aus diesem Konzert und setzt sich draußen auf dem Hinterausgang auf die Stufen und dann kommt Adam halt an und Adam lenkt sie ab und schafft es, sie von ihren Gedanken abzubringen und sie flirtet dann halt auch mit Adam und dann küssen sich die beiden und sie tut das aber abtun, in der Situation geschuldet, so, oh mein Gott, ich war verwirrt und durcheinander und er ist ein Rockstar und der wird sowieso nie was mit mir anfangen und der wird mich sowieso vergessen und ja, tut dann quasi nach diesem Kuss sich von Adam entfernen und gehen. Und einige Zeit später treffen die beiden sich am College dann wieder. Und dann beginnt die Geschichte zwischen den beiden und die beiden bauen nochmal eine Freundschaft auf. Und ich fand, das war sehr, sehr süß zu lesen. Und wie sich die Geschichte zwischen den beiden entwickelt hat, hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. Im zweiten Teil Rock My Body geht es um die beste Freundin von Rowan, um Dee. Und halt um den Bassisten Joel. Und Dee und Joel sind beides beziehungsgestörte Menschen. Die sind beide nicht fähig, eine Beziehung zu führen. Fühlen sich aber stark zueinander hingezogen und beginnen dann quasi eine Affäre. Und aus dieser Affäre wird dann aber auch sehr, sehr schnell mehr. Aber beide wollen nicht mehr in diese Sache hineininterpretieren. Und beide wollen halt eigentlich auch nicht mehr daraus machen, als es ist. Aber sie können halt dann aber auch irgendwann ab einem bestimmten Punkt nicht mehr ohne einander. Und ja, wie sich die Geschichte zwischen den beiden dann entwickelt, das ist quasi das, worum es im zweiten Teil geht. Wie gesagt, der zweite Teil war nicht so hundertprozentig mein Fall. Ich fand gerade zum Ende hin diese eine Sache, hat für mich das Ende irgendwie komplett zerstört. Das war für mich so einfach so, nee, das warum? Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe diese Reaktion darauf nicht verstanden. Ich habe mir gedacht, Mädchen, hab mal ein bisschen Selbstachtung. Hatte sie aber nicht in diesem Moment. Und das war mir einfach alles zu doof. Und das hat für mich das Ende auch ein bisschen kaputt gemacht. Der dritte Teil, Rock My Soul, ist mein Lieblingsteil bisher dieser Reihe. In diesem Buch geht es um Kit und Sean. Hatten vor einigen Jahren auf der Highschool mal eine gemeinsame Nacht miteinander verbracht und das war auf einer Party. Und in dieser Nacht, was da passiert ist, hat halt bei Kit Spuren hinterlassen, denn es ist für sie nicht gut ausgegangen. Und ja, jetzt trifft sie wieder auf Sean und
weiß nicht so richtig, was sie empfinden soll. Sie hatte gedacht, sie hat ihre Gefühle für ihn längst überwunden, aber dadurch, dass die beiden dann zusammenarbeiten, kommen die Gefühle für ihn immer wieder hoch und sie weiß nicht so richtig, was sie damit anfangen soll und auch sein Verhalten ihr gegenüber ist nicht so 100% korrekt und ja, es ist alles so ein bisschen schwierig und im dritten Teil, wie gesagt, geht es halt darum, ob die beiden es trotz dieser verhängnisvollen Nacht schaffen können, eine freundschaftliche Beziehung zueinander aufzubauen oder vielleicht auch mehr und ja, wie sich das Ganze dann zwischen den beiden entwickelt, das ist es, worum es im dritten Teil geht. Und ich fand den dritten Teil einfach nur gut. Die ganzen Nebencharaktere, die da drin vorkamen, wie Kit hat 4 Brüder und allein diese 4 Brüder haben für einige Lacher in der Geschichte gesorgt. Aber auch das Ganze drum und dran hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also ich kann euch diese Reihe wirklich nur empfehlen und ich freue mich jetzt auf den vierten Teil. Da geht es um den Schlagzeuger Mike und bin schon gespannt auf diese Geschichte und wie sich das Ganze mit Mike entwickelt. So, damit wären wir beim vorletzten Buch für dieses Video und irgendwie geht mir hier gerade das Licht flöten. Ich habe eine Reihe beendet im Juni noch und zwar die Dare to Love-Reihe von Carly Phillips. Das ist der 9. Teil, Liebe nicht ausgeschlossen. In diesem Buch geht es um Ella und um Tyler Dare. Ella und Tyler kennen sich auch schon seit, keine Ahnung, seitdem sie Kinder sind, sie sind zusammen aufgewachsen. Ella ist die beste Freundin von Avery, der Schwester von Tyler und auch diese beiden haben irgendwann mal eine verhängnisvolle Nacht miteinander verbracht. Auch schon wieder komisch, ne? Und die beiden haben dann nach dieser Nacht aber Abstand voneinander gehalten, sind sich natürlich durch die Freundschaft von Ella und Avery immer wieder begegnet, aber sie haben Abstand zueinander gehalten und es war irgendwie immer komisch zwischen den beiden. Sie haben nie über diese Nacht gesprochen und über das, was da passiert ist und jetzt ist es so, dass Ella sich in einer Situation befindet, wo sie auf die Hilfe von Tyler angewiesen ist und das ist beiden nicht ganz so recht, weil beide nicht so wirklich wissen, wie sie damit umgehen sollen und die beiden merken aber auch sehr, sehr schnell, dass da irgendwas zwischen ihnen ist und wie sich das Ganze zwischen Ella und Tyler dann entwickelt und was es mit dieser Situation auf sich hat, aus der Tyler Ella retten musste, das ist es, worum es im 9. Teil von Dare to Love schlussendlich geht. Ich muss sagen, dass der 9. Teil einer der eher schwächeren Teile dieser Reihe für mich war. Also mein Lieblingsteil ist und bleibt der von Scott und Maggie. Und es war trotzdem eine wahnsinnig tolle, süße, niedliche Liebesgeschichte auch wieder. Ich fand, es war ein guter Abschluss für die Reihe, wie dieses Buch auch am Ende ausgegangen ist. Man hat natürlich die Charaktere aus den vorigen Bänden alle nochmal mit da dabei gehabt und auch das Ende war wirklich schön inszeniert und schön gemacht und es war ein richtig guter Abschluss für die Reihe und ich kann euch diese Reihe auch wirklich immer wieder empfehlen, wenn ihr süße, erotische Geschichten sucht, so für zwischendurch, weil diese Bücher auch jetzt nicht so unglaublich dick sind, dann kann ich euch die Dare to Love-Reihe von Carly Phillips einfach immer wieder nur empfehlen. Sie ist ganz, ganz toll und ich liebe sie. Der Schreibstil ist auch ganz einfach, locker, leicht und gut für Liebesgeschichten. Also man kommt hier nichts ins Stocken oder irgendwas. Also es ist einfach eine richtig schöne, süße Geschichte und ja, mehr kann ich zu diesem Buch eigentlich auch nicht sagen. Und ist mein Freund jetzt endlich weg und hört auf mit dem Schlüssel zu klappern? Meine Fresse, das geht einem auf den Sack, wenn man hier dreht und steht sich dann schon im Hintergrund. Klapper, 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 klapper. Ich weiß immer nicht, wie viel ihr davon hört. Ob ihr das überhaupt hört in der Kamera, aber es nervt einen. Und ich hoffe nicht, dass ihr es hört. Mich nervt es. Und naja, egal, lass mir. Auf jeden Fall ist Dare to Love eine ganz, ganz tolle Reihe und ich mag sie und kann sie euch wirklich nur empfehlen. Damit wären wir beim letzten Buch für dieses Video und zwar habe ich gelesen Fuchsmittag von Nikki P. Kiso. Ich habe dieses Buch wieder testgelesen. Im August kommt der erste Teil Fuchsmorgen raus und Fuchsmittag und ist der zweite Teil zu dieser Reihe. Fuchsmorgen ist der erste und zwar ist das, naja, nicht ein Sequel oder ein Spin-off, es ist quasi die Vorgeschichte zur Fuchsgeschichte von Nikki. Und ich mag ja die Fuchsgeschichte total und in Fuchsmorgen, Fuchsmittag und Fuchsabend geht es um Maikaila und wie ihre Ausbildung zur Tori eigentlich vonstatten gegangen ist. Und in Fuchsmorgen geht es darum, wie Maikaila nach Connor gekommen ist, wie so die ersten Tage für sie waren. In Fuchsmittag sind dann schon einige Jahre vergangen und wir begegnen hier auch einem Charakter aus der Fuchsreihe wieder und ich fand diese Begegnung sehr, sehr spannend und sehr, sehr toll und ich wusste ja, dass diese Begegnung kommt und ich habe mich da schon sehr drauf gefreut, das in dieser Geschichte zu lesen und es war einfach wahnsinnig toll und wahnsinnig süß und toll und gut und spannend, das zu lesen und ich bin ja immer noch begeistert von der Fuchsreihe, wie ihr wisst und ich fand auch Fuchsmittag wieder richtig, richtig cool und richtig gut und ich bin gespannt jetzt auf Fuchsabend.
und freue mich, das Ganze dann auch noch zu lesen. Das werde ich jetzt wohl dieses Wochenende tun, Fuchsabend lesen, denn ich habe das Buch von Niki schon bekommen und kann es wieder testlesen. Ich freue mich so. Und ja, das werde ich dann wohl dieses Wochenende auf jeden Fall noch mit tun und ich freue mich da schon drauf. In Fuchsmittag, wie gesagt, auf jeden Fall begleiten wir Mai Kyla in Konor und wie gesagt, wir haben hier eine Begegnung mit einem Charakter aus der Fuchsgeschichte, die sehr, sehr interessant ist auf jeden Fall, auch für die Fuchsgeschichte später dann. Und ansonsten begleiten wir Mai Kyla wieder in ihrem Alltag in Konor und auf der Jagd und bei dem Ganzen, was sie lernt und bei den Prüfungen, die sie bestehen muss. Und es ist wirklich eine richtig coole Geschichte gewesen wieder und sie hat mir richtig gut gefallen. Ich mag die Charaktere, ich mag das Ganze drum und dran. Ich mag die Welt, in der das Ganze spielt, die Nikita erschaffen hat. Und ich mag auch Niki ihren Schreibstil in der Fuchsgeschichte wirklich sehr. Es ist ein locker, leichter Jugendbuch-Schreibstil, einfach zu lesen. Man gerät nicht ins Stocken und es macht einfach Spaß, in diese Welt einzutauchen. Und ich kann euch ja die Fuchsgeschichte wirklich immer nur empfehlen. Und wenn ihr wissen wollt, worum es in der Fuchsgeschichte geht, schaut euch einfach Fuchsgeist mal an, das ist der erste Teil. Oder Fuchsmorgen, der jetzt mit rauskommt, das ist der erste Teil zur Vorgeschichte von der Fuchsgeschichte. Und ja, ich kann euch diese ganze Reihe wirklich empfehlen. Sie ist ganz, ganz toll und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Teile der Fuchsgeschichte. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ich fand es ganz, ganz toll und ich freue mich jetzt schon auf. So, jetzt wo ich fertig bin, ist mein Freund auch endlich gegangen. Naja, egal. Das war mein Lesemonat vom Juni. Sorry für die ganzen Unterbrechungen, aber ihr wisst, wie das immer ist. Akku leer, Speicherkarte voll. Das ist halt, wenn man keine Ahnung, wie viele Videos am Stück drehen muss, weil man sonst keine Zeit hat. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Gucken bei euch. Eure Meinung zu den Büchern natürlich gerne wie immer unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.